Biodiversität und Ökosystemleistungen sind für alle Menschen in Europa überlebensnotwendig. Der Verlust dieser Natur zerstört nicht nur die Lebensgrundlage, sondern auch das Heimatgefühl von Menschen. Wir müssen sie schützen. Und gleichzeitig muss auch die Sicherung unserer Lebensmittelversorgung mit und in der Natur Aufgabe sein und bleiben. Ich möchte heute unseren Landwirten meine Anerkennung aussprechen. Meine Anerkennung und mein Dank dafür, dass sie uns Tag für Tag mit Lebensmitteln versorgen. Gesunde Lebensmittel. Für uns in Europa ist diese Aufgabe der Landwirtschaft die Grundlage der Agrarpolitik. Viele setzen sich schon heute für eine nachhaltigere Landwirtschaft ein. Wir müssen zusammen mit den Menschen in der Landwirtschaft diese neuen Herausforderungen bewältigen. Und aus diesem Grund möchten wir einen strategischen Dialog zur Zukunft der Landwirtschaft in der Europäischen Union starten. Denn ich bin und bleibe davon überzeugt, dass Landwirtschaft und Naturschutz zusammengehen können. Beides ist wichtig.